Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. In der letzten Folge haben wir es endlich mal geschafft, Vanellope zu erwischen, wenn sie wach war. Und ja, ich werde direkt die nächste Folge hinterher schieben. Hey Gameplayerin, Gameplayerin, ich weiß, was hier noch fehlt. Bereit? Das wird dir gefallen. Was ist deine super Idee? Wir brauchen Bosskämpfe, epische Kämpfe gegen einen Mega-Bösewicht. Das wäre das Sahnehäubchen auf unserer Minispieltorte. Das ist eine fürchterliche Idee, ja genau. Das musst du mir genauer erklären. Bösewichte zu bekämpfen, herauszufordern. Was? Bösewichte zu Bosskämpfen herauszufordern ist eine gute Sache. Ich bin die geborene Rennfahrerin. Ich wurde für Wettkämpfe programmiert. Oh, Deshalb ich fand ich es so liebe richtig sonnige Tage. aufregend, die Minispiele mit dir zu spielen. Und Bösewichte wollen böse sein, stimmt's? Also helfen wir ihnen einfach dabei. Ich glaube, damit könntest du dir Feinde machen. Vertrau mir, mein Kumpel Ralf und sein Erzfeind Fix-It, Felix Junior, ach du Scheiße, kämpfen jeden Tag gegeneinander und sie sind gute Freunde. Hier ist der Plan. Wir kämpfen gegen drei Talbösewichte. Aber wir müssen darauf vorbereitet sein, dass es hart auf hart kommt. Also koch ein paar Zaubertränke. Nimm diese Rezepte. Wenn das erledigt ist, komm zu mir und wir gehen zu Ursula. Sie wird unser erster Kampf sein. Okay. Heilung, auch bekannt als Bubble Tea mit Himbeere. Stärke, auch bekannt als Rezept für Bubble Tea mit Minze. Beweglich, auch bekannt. Ach du Schande, okay. Muss ich die? Ja, ich muss die noch lesen. So. Dann bin ich jetzt echt mal gespannt, was da auf uns zukommt. Wahrscheinlich sind das Sachen, die nicht gerne trinken oder sowas. Ich weiß es nicht. So, die Frage ist jetzt natürlich auch, was brauchen wir da jetzt genau alles für? Aber ich denke mal, ich hoffe mal, dass ich alles hab. Bubble Teas kennen wir auf jeden Fall. So, Bubble Tea mit Himbeere, Minze, Kokosnuss. Himbeere, Minze, Kokosnuss. Wieso steht das hier nicht drin? Himbeere, Minze, Kokosnuss. Himbeere, Minze und Kokosnuss. So, Minze und Kokosnuss. Jetzt ist das wieder nicht mehr da drin. Nee, hier war das drin, ne? Kokosnuss, die Minze fehlt dann noch. Ach so, wäre dann quasi das gleiche Rezept nur mit Minze drin, denke ich mal, anstatt Kokosnuss. Wäre logisch. So, dann schmeißen wir das raus und machen es anders. Ne, das war Spinat. Minze, Minze, Minze. Wo ist die Minze, wenn man sie mal braucht? Da war sie doch gerade, oder? Nee, das war Basilikum, dann ist das hier die Minze. So. Zack. Meine ich doch. So, dann müssen wir noch mal mit ihr sprechen. Und dann liefern wir uns den ersten sogenannten Bosskampf. Mal gucken. Ich bin wirklich gespannt, aber ich habe irgendwie auch ein bisschen Angst, glaube ich, gerade. Wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Da ist sie. So, Vanellope, schieß los. Also gut, du hast die Träne, die Tränke. Bist du bereit? Das ist eine wirklich schlechte Idee. Du weißt, dass das keine wirklichen Tränke sind, richtig? Ja, aber hast du diese hier schon versucht? Sie sind köstlich. Bevor du hineingehst, nimm dir diesen wichtigen Boss-Tipp zu Herzen. Achte genau auf ihre Angriffsmuster. Sobald Ursulas Tentakel hochgehen, ist es höchste Zeit zu verschwinden.
Ich bekomme langsam etwas Angst. Keine Angst, ich werde an deiner Seite kämpfen. Wettkampf ist in unseren Code geschrieben. Wir haben eimerweise Bubble Tea und wir haben einander. Das Schicksal erwartet uns. Okay. Achso, nee, Moment, da kann ich gar nicht hin. Da. Jetzt kriege ich wirklich ein bisschen Angst irgendwie. Ich weiß auch nicht. Achso, Moment. Aber wir sollen da hin. Aber Ursula ist doch gar nicht da. Oder kommt die dann automatisch dahin? Das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Weil sie wird mir hier nicht angezeigt. Ah doch, ist doch da. Okay. Hallo, Liebes. Och, du bist das Fischlein. Wie ich sehe, hast du dieses kleine, quietschende Geschöpf mitgebracht. Mhm. Was kann ich für dich tun? Ich bin hier, um... Nee, weißt du, was ein Bosskampf ist? Ich kenne 12 Zaubersprüche mit Tintenfischtinte und die magischen Eigenschaften von Seeigelstacheln. Aber das? Nein. Es ist ein Teil im Spiel, wenn man einen großen Kampf hat. Du bist hergekommen, um gegen mich zu kämpfen, weil ich der Boss bin. Nun, ich fühle mich fast geschmeichelt. Also, Lust auf einen Kampf? Ganz und gar nicht. Ich mag dich eigentlich, Fischlein. Wenn du mir allerdings in die Quere kommst, würde ich mich betrogen fühlen. Ja. Müsste ich dich und deine kleine Gehilfin in meinen Garten einfügen. Jetzt verschwinde. Treffe ich mir da? Okay. Dieser Bosskampf war irre. Erinnerst du dich an die Stelle, als sie uns bedrohte? Wir haben diesen Kampf absolut verloren, ja. Wir haben sie wirklich auf 180 gebracht. Ja, zu verschwinden war die richtige Entscheidung. Sie hätte sonst Fischfutter aus uns gemacht. Urkomisch. Meine Freundin Tammy und aus diesem wirklich intensiven Kampfspiel sagt gern, Rückzug ist eine Strategie, Kapitulation ist keine. Schlimme Wörter. Also für den nächsten Kampf müssen wir besser werden und uns gut überlegen, wie wir uns einen Vorteil verschaffen können. Was muss ich... Naja, vielleicht ist es eine schlechte Idee, das wissen wir alle, aber was muss ich tun? Ich bin froh, dass du fragst, meine heroische Freundin. Es ist an der Zeit, die Vorbereitungen für unseren Endkampf zu treffen. Du bist eine magische Heldin und das bedeutet, dass du eine magische Waffe brauchst. Geh und finde dein mystisches Schwert im Wald der Tapferkeit. Was hast du vor? Genau. Wird es mir magische Kräfte verleihen? Wo hast du dieses Schwert gefunden? Ich habe viel Freizeit, also könntest du annehmen, dass ich es selbst gemacht und im Wald versteckt habe. Finde das Schwert im Wald der Tapferkeit. Ich werde die Hexe im Baum bekämpfen. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ein niedriges Level hat. Und sie wird ein paar gute Power-Ups abwerfen. Grabe das Schwert im Baumstumpf mit deiner Schaufel aus. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moment, meine Schaufel. Das war nicht meine Schaufel, das war meine Schaufel. Sehe ich das denn irgendwo dran oder muss ich einfach Baumstümpfe hier wegmachen? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, das wäre jetzt natürlich in der Nähe von ihrem Haus. Kann gerade leider nicht. Ich werde genötigt, dieses komische Spiel hier zu spielen. Da ist auch nichts dabei. Ich meine, es kann wie gesagt natürlich sein, dass das jetzt irgendwie am Glänzen ist, dass man das direkt sieht. Oh, diese Dinger sind echt überall. Ja, ich weiß, meine eigene Schuld. Ich könnte sie auch wegmachen, aber ich habe einfach keine Zeit für sowas. Außer einer Aufnahme, wenn wir nicht anders können. Ah! So sieht das Ganze also aus. Das ist doch toll. Da würde ich ehrlich gesagt gerne... Kann ich das? Moment. So mal einmal für die Erinnerung so ein bisschen. Kann man das noch... So, nee. Erstmal so. Dann T. Und zack. So,
Und speichern. Zack. Ja, möchte ich. So. Und da haben wir wieder die Schaufel. Die keine Schaufel ist, sondern wir haben wieder das Falsche. So, wir haben das Schwert gefunden. Oh, und wir sollten mal so langsam unser Inventar ein bisschen leeren. Pixel, Schwert und Schild. Sehr schön. Keine Ahnung, wofür das ist. Zum Aufhängen oder so. Also, später meine ich jetzt. Rüste das Pixelschwert aus. Wie soll ich das denn machen? K? Hä? Ach so, K, Quatsch. Wie komme ich jetzt auf K? Mit F. Ach, das ist auf dem Rücken. Ah, okay. Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Kann die nicht einfach mal neben mir herlaufen? Mann, das ist so nervig, dass die immer wieder abhaut. So, jetzt bleib stehen. Ich muss mit dir reden. Bleib stehen, sonst stelle ich dir ein Beinchen. Sei gegrüßt, oh Freund. Du bist hier. Juhu, jetzt kann es richtig losgehen. Oh ja, der Gegner steht auch schon hier, nehme ich an. Stell dich dem Boss. Was soll ich machen? Ich werde der Hexe... Oh, sie meint wirklich. Oh. Ich werde der Hexe im Baum der Lichtung des Vertrauens entgegentreten. Du kannst mitkommen, aber ich schaffe das. Jetzt wirst du eine zuckersüße Zerstörung erleben, du Hexe. Enthülle deine widerliche letzte Form. Oh, du kannst unmöglich mit mir reden. Deine Manieren sind erbärmlich, meine Liebe. Du greifst mich nicht mit Feuer oder Blitzen an. Nichts dergleichen. Du bist nur eine eitle alte Dame, die in einem Baum lebt. Du tust mir ja richtig leid. Du nennst mich alt? Wie kannst du es wagen? Mit dir rede ich nicht mehr. Du siehst ein bisschen heruntergekommen aus. Ach so, die meint mich wieder. Hm, ich habe also keine coolen Power-Ups erhalten. Wie sich herausgestellt hat, war die Baumhexe ziemlich nutzlos. Ich bin gerade total gestresst für dich. Wie, ich bin gerade total gestresst für dich? Was ist das denn für Deutsch? Pff, keine Angst. Ich war zuvor im Internet und habe dort Spiele gespielt. Ich habe Tutorials abgeschlossen, die weit gefährlicher sind, als diese schrullige Sumpflady es war. Außerdem hast du dein Pixelschwert und wir verfügen über die Erfahrung. Ich glaube, wir sind bereit, es mit dem Endboss aufzunehmen. Scar. Scar? Was macht Scar zum Endboss? Seine Höhle ist ein gigantischer Totenschädel. Ja, ich bin nicht bereit, mich in die Höhle des Löwens zu geben. Der ist gut. Klingt eigentlich nach Spaß. Ich bin dabei. Hurra! Das Spiel beginnt, Gameplayerin. Also, ich sehe das so. Wir basteln einen Köder, um ihn in seine Höhle zu locken. Und dann greifen wir an. Er ist doch meistens in der Höhle. Ich habe in letzter Zeit viel Extremfischen gespielt. Aber, also weiß ich, wir brauchen Hering für die Falle. Denn der ist super stinkig. Perfekt für einen Geruchsköder. Wir brauchen noch einen Königsfisch, oh oh, um einen Möchtegern-König zu fangen. Ziemlich sicher, dass du die spätabends im schillernden Strand fangen kannst. Und etwas Weichholz und Faser, um das ganze Ding zusammenzuhalten. Bastle den Köder für Scar und platziere ihn in der Nähe deiner Höhle. Und dann, ping, Endboss-Time. Du darfst nicht in der Sonne bleiben, Schatz. Das schadet nur deinem Teint. Danke, ich habe den Königsfisch. Ich dachte schon. Ich brauche noch Faser. Faser, Faser, Faser. Wie kriege ich jetzt nochmal Faser? Ich weiß es gar nicht mehr. Hilfe, hat sie das nicht gerade noch gesagt? Ich bin gerade völlig nutzlos. Wo kriege ich jetzt Faser her? ja, ich laufe mal ein bisschen herum und versuche mich daran zu erinnern, wo wir eigentlich Fasern herbekommen. Muss dann nebenbei noch ein paar Sachen kaufen. Eigentlich nur das. Das und Steine. Steine sind immer wichtig. Steine und Holz habe ich immer zu wenig. So, aber ganz ehrlich, wo kriege ich Fasern her? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich werde mich nochmal schlau machen. Wie gesagt, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gemacht, dass ich irgendetwas gegrindet habe. Und dann hole ich euch gleich wieder hinzu. Bis gleich.
Ja, und da bin ich dann auch schon wieder. Eigentlich glaube ich, hätte ich das gar nicht cutten müssen, falls ich es überhaupt gemacht habe. Wir brauchen. Achso, damit stellen wir 5 Faser her. Das müsste doch eigentlich reichen, oder? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, genau. Und dann kann ich den Köder direkt herstellen. Super. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen gewesen, wo kriege ich jetzt bitte Faser her? Ja, das ist wahrscheinlich. Ist das. Keine Ahnung, Köder? Ich weiß es nicht. Wo kann man das finden? Unter Möbel. Ja, warum sollte man auch einen Köder nicht unter Möbel stellen? Okay. Ach, mein Gott. Okay. So, das haben wir jetzt. Platzieren in der Nähe der Höhle. Das machen wir nochmal schnell. Irgendwie sieht das komisch aus, dass das hier die ganze Zeit so auf meinem Rücken ist. Kommt die jetzt mit direkt, oder? Ja, sie kommt mit. Okay. Was heißt denn in der Nähe der Höhle? Ach so, muss ich ja mit F machen, nehme ich mal an, ne? Genau. So, ich stell dir das Ding mal hier vorne hin. Zack. Triff Vanellope. Du hast es geschafft, Gameplayerin. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis der große, haarige Endboss in seinem Versteck ist. Heilige Milch eines haarigen Affen. Es hat funktioniert. Gehen wir rein. Der Moment ist gekommen. Der Kampf gegen den Endboss. Okay. Ska, ich muss mal mit dir reden. Oh, wie gut, du bist es. Das ist großartiges Geplänkel vor einem Bosskampf. Ein Kampf? Sieh an, sieh an. Ich muss sagen, ich habe lange darauf gewartet, dass du deine Krallen zeigst. Dies ist der Endkampf. Oh, ich verstehe. Du hast den kleinen, klebrigen Welpen mitgebracht. Das ist eine Art Spiel? Mach dich auf eine rasche Niederlage gefasst. Nee, ich sag mal, ja, also spiel mit. Ich spiele nur selten. Heute schon. En grad. Deine Vorliebe für Spiele ist ziemlich erbärmlich, weißt du? Du kannst mich nicht brechen, Schurke. Nein? Wie planst du dies zu deinen Gunsten zu wenden? Mit meinem Pixelschwert. Ein Spielzeug für ein Kind. Bist du jetzt fertig? Nein, aber das ist dein Ende. Okay, ja, du hast mich besiegt. Und jetzt verschwinde. Du hast es geschafft. Du hast den Endboss besiegt. Der Sieg ist dein. Als Heldin machst du dich ziemlich gut. Und wow, sieh dir nur die ganze Beute an, die habe ich definitiv nicht fallen gelassen, damit du sie findest. Was da wohl drin ist, heb es auf, öffne es und sieh nach. Ach da. Okay, das heißt, glaube ich, nichts Gutes. Moment, ich mache mir mal eben, ja, ich weiß, aber ich mache mir mal eben ein Bild davon, falls ich das jetzt gleich brauche, weil wir irgendwie eine Schnitzeljagd oder sowas machen sollen. Hast du deine besondere Beute gesehen? Welch ein gut gezeichneter und cooler Preis, was? Was glaubst du, was es ist? Es ist eine Karte. Sie muss zu irgendeinem im Tal versteckten Schatz führen. Ich würde sie gut aufheben, Gameplayerin. Sie könnte für ein zukünftiges Abenteuer hilfreich sein. Eins, das ich noch nicht ganz fertig geplant habe. Ach so, okay. Das wäre jetzt mein zweiter Gedanke gewesen, aber mein erster Gedanke war jetzt, oh, was haben wir denn da bekommen? Krass. Mein erster Gedanke war jetzt eigentlich, dass wir das jetzt noch machen müssen. Aber ganz offensichtlich müssen wir das nicht machen, sondern erst mit der nächsten Quest, die sie für uns auf Lager hat. Das heißt aber wiederum, dass ich sie erstmal wieder leveln muss. Und ja, dass ich halt danach dann wieder versuchen muss, einen Tag zu finden. Wahrscheinlich dann erst nächstes Wochenende oder so. Mal sehen. Einen Tag zu finden, wo ich dann nochmal mit ihr eine Quest machen kann und sie tatsächlich wach ist. Vielleicht schaffe ich es auch mal abends reinzuschauen, weil.
ich sag mal, wer bis mittags immer noch nicht aufgestanden ist, sollte theoretischerweise ja abends eigentlich wach sein. Ja, mal schauen. Ich versuche es mal wieder zu unterschiedlichen Zeiten, sobald sie gelevelt ist. Und ich sag dir mal einfach, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.